Spann uns bitte nicht auf die Folter. Wer ist denn nun dieser Mensch, von dem du sprichst? Zwergi. Sei unbesorgt. Du bist es nicht. Moment. Was? Was hast du gerade gesagt? Zwergi ist nicht der Mensch aus der Legende. Was? Was passiert mit mir? Meine Beine zittern. Ich kann kaum noch laufen vor Erleichterung. Atmen. Ich muss atmen. Einatmen. Und ausatmen. Puh. Wow, einfach unglaublich. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Du hast nichts mit der Sache zu tun. Ich habe nichts mit der Sache zu tun. Moment mal. Ja, okay. Erleichtert mich auch, aber was? Habe ich mir doch gleich gedacht. Zu sowas wärst du gar nicht in der Lage. Zu sowas wärst du nicht fähig. Da wäre aber noch was. Ich habe in der Tat vorausgesehen, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Der Mensch, der zu einem Pokémon wurde, hat jedoch nichts damit zu tun. Also ich habe schon was damit zu tun, aber ich habe nichts mit denen. Ich bin nicht der Mensch, aber was jetzt? Der Grund dafür ist ein anderer. Habt ihr gehört? Ihr habt euch alle geirrt. Ihr habt an Zwerg gezweifelt und eine regelrechte Hetzjagd veranstaltet. Ja. Wir müssen uns bei euch aufrichtig entschuldigen. Es tut uns leid, dieses Gengar hat uns aufgehetzt, müsst ihr wissen. Nein, ich habe Gengar gleich von Anfang an verdächtigt. Schließlich sieht Zwerg ja auch nicht wirklich heimtückisch aus. Aber der Gengar, ja, irgendwie schon. Es wäre zu schön, wenn ich euch das glauben könnte. Lasst mich eins sagen. Ihr habt meinen Respekt. Auf der Suche nach der Wahrheit habt ihr eine Reise voller Strapazen überstanden. Wirklich beeindruckend. Das ist das nicht großartig. Ich war fest der Überzeugung, dass ich recht behalten würde. Aber, warum wurde Zwergi denn überhaupt zu einem Pokémon? Ich meine, wir wissen jetzt, dass er nicht der Mensch aus der Legende ist. Aber warum ist er dann jetzt ein Pokémon? Zwergi, wer bist du? Und was machst du hier? Der Boden bewegt sich. Ein Erdbeben. Die Erdkruste verschiebt sich. Die Katastrophen nehmen immer größeren Ausmaß an. Schlimmer noch. Diese Erderschütterung, des Erdbodens, sie könnten ein Geschöpf erweckt haben, das bisher ungestört tief unter der Erde schlief. Ich spreche von Grodon. Was, Grodon, sagst du? Grodon! Wer soll das denn sein? Ein gegnerisches Pokémon aus alten Mythen. Es soll einst die Landmassen geformt und die Kontinente vergrößert haben. Es lieferte sich einen vernichtenden Kampf mit seinem Erzfeind Kyogre und fiel im Anschluss daran in tiefen Schlaf. Sollte Grodons Kräfte entfesselt werden, würde Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Wir auch. Nein, bleibt bitte hier. Grodon ist weitaus stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst das lieber uns. Simson hat recht. Kehrt erstmal zu eurer Basis zurück und gönnt euch eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Wir besitzen schließlich nicht umsonst den Goldrank. Wir erledigen das und sind im Handumdrehen wieder zurück. Gut, dann gehen wir mal los und kümmern uns um Grodon. Und so machten sich Simsoners Team auf, um tief in der Erde nach dem Erwachen Grodons zu suchen. Zwerg und sein Team waren nun von allen Anschuldigungen reingewaschen. Sie konnten ihre lange und anstrengende Flucht beenden und kehrten wohlbehalten zurück in ihre Retterteam-Basis.
Svegi hat das Abenteuer im Dungeon Klirreberg erfolgreich abgeschlossen. Und Svegi hat erfolgreich die Flucht abgeschlossen. Unterdessen auf dem Pokémon-Platz. Hey, ihr da! Warum seid ihr eigentlich nicht unterwegs, um das Team von Svegi zu jagen? Du hast gleich reden. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Außerdem dürfen wir die mittlerweile schon über alle Berge sein. Wir können es jetzt allerhöchstens noch bis zur Labeshöhle schaffen. Ich hatte mich ja auch an den Verfolgungen, an der Vollverfolgung beteiligt. Allerdings, sie sind zum Feuerwerk geflohen. Da kriegt mich aber nichts in der Welt hin. Und so habe ich die Spur verloren. Ich bin schließlich vom Typ Pflanze, wie ihr wisst. Feuer und ich, das geht gar nicht. Keine Ahnung, was danach aus dem Team von Zwergen geworden ist. Wenn man bedenkt, dass ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren. Haut ab. Hut ab. Die sind echt aus einem anderen Holz geschnitten als ich. Haha. Was seid ihr doch jämmerliche Waschlappen? Und was ist mit dem Team Großmaul? Was mit deinem Team Großmaul? Kannst du auch was anderes als hier nur große Töne beschwunken? Ihr hängt hier bloß auf dem Pokémonplatz herum und dreht Däumchen. Tut gefälligst auch mal was. Los! Haltest du dich mal da raus, das kapiert. Schließlich haben wir bereits eine sehr wichtige Aufgabe. Wir halten alle Welt über das räumliche Ende von Zwergen auf dem Laufenden. Ach echt? Das habt ihr euch ja prima ausgesucht. Ach du meine Güte, ach du liebes Elysien. Was hast du denn, Mentales? Svegi ist endlich im Schnee von gestern. Svegi ist endlich im Schnee von gestern, willst du sagen? Wie? Ja, endlich sind wir die Nervensägen los. Nein! Ganz im Gegenteil. Svegi ist zurück. Was? Was sagst du da? Da drüben. Svegi. Die sind zurück. Hallo Leute. Wir sind wieder zurück. Puh, endlich sind wir wieder zu Hause. Wir waren echt lange fort. Das hier ist also euer... Ganz genau, das ist unser Pokémon-Platz. Es tut gut, wieder zurück zu sein, Zwergi. Hey, Mordorf. Ach, du bist es, Gengar. Lang nicht gesehen. Unfassbar, woher nehmen die diese Knäche? Nur ein solches Selbstbewusstsein. Und wer ist überhaupt das dritte Pokémon im Schlepptau? Ah, Gengar, wie es scheint, hast du ja ganz schön viel Mist über uns erzählt. Dabei hatte Zwergi mit all dem überhaupt nichts zu tun. Er ist unschuldig. Was? Ist das wahr? Und ob? Wir haben nämlich Volona getroffen und alles herausgefunden. Zwergi ist nicht der Mensch aus der Legende. Als wir das erfahren hatten, machten wir auf dem Absatz kehrt und eilten zurück. Arsch! Moment mal. Wer sagt denn, dass wir dem trauen können? Wer so eine Behauptung anstellt, muss auch Beweise liefern. Beweise? Ganz genau. Hieb- und stechfechte Beweise. Her damit. Und zwar dann die Beweise. Aber wir haben keine Beweise. Ach, wie schade. Das nenne ich Pech. Aber trotzdem, schön, dass du gekommen bist. Schön blöd, meine ich natürlich. Das erleichtert uns die Arbeit. So, meine Pokémon, machen wir jetzt irgendwie fertig. Na nö, was habt ihr denn? Wollt ihr denn nicht loswerden? Ich hab die ganze Zeit an Zwerge geglaubt. Auf dich falle ich nicht mehr rein. Ich bin auch raus. Immerhin hat mir das Team von Zwerge die Haut gerettet. Ich hatte mich eh nur widerwillig an der Jagd beteiligt. Und das auch nur, weil du darauf bestanden hast. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er wirklich so böse sein soll. Stuhl zurecht rück.
Sorry. Ich habe jedenfalls genug gehört. Ich glaube an Zwerge. Genau, wer braucht schon Beweise? Hey Leute. Extrablatt. Papierlipper, da bringt Beweise oder was? Sehr schön. Zeugenbericht von dem Goldteam Simsala. Pelipper hat es mit angesehen, der war die ganze Zeit mit dabei. Ja. Was ist das? Sieht aus wie eine Zeitung, oder? Okay, dann lese ich mal vor, was hier steht. Pokémon-Zeitung, Extrablatt. Zwei, unschuldig. Zwei traf Volona unter den wachsamen Augen von Simsala. Er konnte den Beweis erbringen, dass keinerlei Verbindung zu den Menschen aus den Legenden besteht. Daraus ist zu schließen, dass Gengars Behauptung nichts als hinterlistige und böse Verleumdungen waren. Ende. Mann! Der Mieser! Nein, nichts weg hier! Flieht! Steh gelegen, du Lügner! Ja, du hast alle hinters Licht geführt, außerdem ist das dort hinten eine Sackgasse. Willkommen zurück. Danke, es tut wirklich wieder gut hier zu sein. Wir sind zurück, ganz wie versprochen. Ich bin so froh, dass Zwerg jetzt nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, und ich erst. Nun müssen wir vor niemandem mehr davonlaufen. Also dann, Zwergi, wir sind beide ziemlich erschöpft. Gönnen wir uns erstmal eine Mütze Schlaf. Unser Retterteam ist ab morgen wieder einsatzbereit. Geben wir alles. Am nächsten Morgen. Ach, wie schön. Wieder da. Ja. Können wir wieder im Alltagsgeschäft nachgehen. Sehr schön. Morgen, Zwergi, hast du gut geschlafen? So, ab heute wären wir als Retterteam wieder im Geschäft. Flap, flap. Pelipper bringt die Post. Ist ja wundervoll. Da geht es weiter. Pelipper hat wieder Post für uns. Lass uns wieder gewohnt unser Bestes geben. Sehr schön. Der Briefkasten quillt schon über. Wir waren auf der Flucht. Es gibt einiges Neues. Donnerhöhle. Brief von Pelipper. Ja, den müssen wir uns durchlesen. Hey, super, dass du zurück bist. Jetzt kann ich dir wieder die Post bringen. Ich habe dich schon mit vollbepacktem Schnabel erwartet. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post. Also sei bereit. Der fliegende Postbote, Pelipper. Okay, Anführer wechseln. Ja, okay. Donnerhellhöhle. Na komm, nehmen wir doch den Auftrag gleich mal an. Donnerhellhöhle. Nicht zurückstellen. Aktivieren. Gut, na dann. Machen wir gleich unseren ersten Auftrag. Auf zur Donnerhellhöhle. Das Retterteam ist back. Back on track. Der Prof ist wieder mit dabei. Na super, Level 29. Spitze. Donnerhellhöhle. Das Retterteam reaktiviert. So, wo müssen wir hin? Auf welche Höhle? U3. Ja, komm, das kriegen wir hin. Und die Donnerhöhle, die Donnerhellhöhle, die kriegen wir hin. Das ist wirklich keine Höhle mehr für uns. Wir haben die Schlacht. Und wir haben die verdammte Flucht überlebt. Da kriegen wir das jetzt doch wohl hin. Auch nur schon paralysiert sind auf U1. Na ja, komm, gar keine Sache mehr. Wir sollten uns die Items vielleicht aufheben. Falls wir noch irgendwann gegen Grudon kämpfen müssen. Ja gut. Müssen wir gleich mal zum Kangama-Lager gehen. Die Mission, die schaffen wir jetzt hier nur mal eben noch. U3. Ist doch keine Sache. Ach so, ja gut. Die Nebenquests, die können wir auch noch erledigen, falls wir zufällig da vorbeikommen. Oh, ja, da ist ja einer. Haben wir den Apfel dabei? Item Apfel geben. Sehr gut.
retten wir das Pokémon auch nochmal. Flegmon ist Team beigetreten. Okay, Flegmon, ja, interessant. Falls wir dafür schon eine Basis haben für den. U3. Großartig. Ornidu. Den müssen wir retten. Ja, gar keine Hürde mehr für uns. Das ist aber hier alles. Keine Sache mehr. Ornidu. Ich rette dich. Auftrag abgeschlossen. So sieht's aus. Zwei hält den Ritterorden hoch. Eine mysteriöse Kraft durchdringt Ornidu. Ornidu hat den Dungeon verlassen. Willst du den Dungeon jetzt verlassen? Ja, würde ich ganz gerne. Zwei hat Aufträge im Dungeon Donnerhöhle erfolgreich abgeschlossen. Es gibt kein Camp, in dem sich dein Begleiter Flegmon niederlassen könnte. Ja gut, da müssen wir auch mal bei Knuddeluff mal wieder ein paar Dungeons freischalten. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du Ornidu gerettet hast. Hier bitte deine Belohnung. Können wir mal ein bisschen Punkte sammeln. Können wir mal... Oh, Ritterrang aufsteigen. Rangaufstieg, Amateurrang, Normalrang. Okay, ja. Jetzt sind wir normaler, jetzt sind wir keine Amateure mehr. Hübsch. Der Bronze-Rang ist noch in weiter Ferne. Wumpe ist deinem Team beigetreten. Sehr gut. Ja, Level 7. Nee, kein Spitznamen. Schön, ich behalte dich erstmal, aber... ja, gut. Ich nehme Prof weiterhin. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns einen Feierabend machen. Am nächsten Morgen. Ja, weiter geht's mit alltäglichen Rettungsmissionen. Ich gehe mal schnell zum Dungeon. Zum Kangama-Lager und lager da mal ein paar Sachen. Intensivtraining können wir auch mal wieder machen. Das wäre auch mal toll. Das nach der Flucht können wir ja wieder ein bisschen Training machen. Ein bisschen leveln in Kangama. Stahlberg. Extrablatt. Zweige unschuldig, Teil 1. Zweige traf Volona auf dem Killerberg. Und dann bezeugt das... Okay, das haben wir schon gelesen. Gengars Behauptung haben sich somit als böswillig herausgestellt. Gengars empörte Kommentar dazu. Rampf. Sehr gut. Haben wir jetzt in gelesenen Zeitungen. So, Kangama-Lager. Wo haben wir das? Wo haben wir das? Hier haben wir das. Einmal die Items ablegen, dass wir jetzt nicht die ganzen Blämer dann mit uns rumschleppen. Können wir prinzipiell das ganze System leer machen. Lagern. Mit Ärgermehre auswählen. Blämersamen. Kleinkäse. Ja, mach mal. Alle auswählen. Ja, warum nicht? Apfel und die Sinnebeere können wir noch behalten. Als andere sammeln wir in den neuen Orden. Ja. In den Dungeons auf. So, sehr gut. Na, dann machen wir das so. Schlafsamen noch mit rein. Sehr gut. Und. Drei haben wir noch. Sehr gut. Na dann. Wir haben noch Intensivtickets. Können wir die vielleicht mitnehmen? Abholen. Intensivtickets. Intensivtickets A. Und Intensivtickets. Intensivticket A. Sehr gut. Können wir mal ein bisschen trainieren gehen. Haben wir ja ein paar. Stück. Das sind glaube ich sogar 7. Na dann, Training bei Kangama. Stahlberg kann warten. Samakujo-Jodo, Intensivtraining. Besonders für die EP. Na gut, dann
sammeln wir besonders für eine EP. Zwergi und Modi, erstmal Zwergi trainieren und Modi dann als nächstes. Dann ist hier los. Feuertraining. Erfahrungspunkte sammeln. Training beginnt. Na komm, macht dich alle. Wird hier wieder überlebt. Fünf EP ist dann. Zack. Und wo seid ihr, Gegner? Ich besieg euch. Keine Zeit verlieren. Wir haben nur eine begrenzte Zeit. Wir müssen sammeln. Na komm. Ach, Kacke. Das nimmt natürlich Zeit weg. Na komm. Gegner besiegen. Stellt euch alle an. Hier sind sie mal willkommen. Im Dungeon. So viel wie möglich. 10 Sekunden noch. Kommt her. Na komm. Ich noch. Hier noch einer. Ach, Kacke. Den haben wir nicht mehr. Levelaufstieg. 29. Sehr gut. Nur ein Level. Naja. Hätten wir mehr erreichen können. Weiter trainieren. Offensivticket. Dann nehmen wir mal Modev. Wird der mal trainiert. Sehr gut. Die haben ja genügend. Okay, Modev Training. So, hier sind die Gegner. Draufhauen. Attacke. So schnell K.O. Das ist ja interessant. Modev geht dich nicht so schnell besiegen. So schnell besiegt sein. So kriegst du keine APs mehr. Ja, fein angestellt. Zack. Zack. Extra viel HP. EP. Die Zeit schwindet. Na komm, kommt daher. Alle hinten anstellen. Das sieht gut aus. Na komm. 15 Sekunden. 10 Sekunden. Na komm, das machen wir noch alle. Ich kriege. Na komm. Das krieg ich noch drauf. Tja. Sollte es so ändern. Level 28. Sehr gut. Ein Level. Dann denke ich mal nochmal Training für Modev, dass er auf dem gleichen Level ist, dass er Level 29 wird. Nein, nicht Magnetilo. Modev. Level 29. Das wäre nicht schlecht. Kampftraining. Gut, drauf geht's. Draufhauen. Was denn, Modev? Was machst du? Tja, da kommen die nächsten Gegner. Zack. Zack, 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 zack. Attacke. Volle Möhre drauf. Na, wo bleiben sie denn, die Gegner? Erfahrungspunkte. Was seid ihr? Jetzt kann ich euch gut gebrauchen. In Dungeons kann ich euch nichts gebrauchen. Ja, Sprache, Wörter. Das wollte ich mal brauchen. So. Na komm, ja mit euch. Jetzt wo die Zeit knapp wird. Ja gut, das können wir knicken. Okay, einen haben wir noch besiegt. Neues Level. Sehr nice. Level 29, das was wir haben wollten. Gut, na dann. Ich glaube, ich mache offscreen noch ein bisschen Level-Training. Ein paar haben wir noch. Ich gehe da noch eine Quest erledigen. In der Zeit. Haben wir hier noch ein bisschen was getan. Lagern. Können wir die Intensivtickets lagern? Ja, nicht einzeln vielleicht. Mal ein bisschen logistisch hier.
Sehr gut. So, jetzt haben wir wieder 3 Items. Auf geht's. Geld wollen wir vielleicht noch einzahlen. Aber einiges mitgenommen. Ich meine, wir werden jetzt nicht im Stahlberg sterben gehen jetzt, aber vorsichtshalber. Sicher ist sicher. 2900 einzahlen. Alles. Sehr gut. Sinnebeere als Dank. Das ist gut. Kann ich gebrauchen. So, und weiter geht's. Stahlberg, ich komme. Illusionshülle könnten wir auch mal machen, aber nein. Stahlberg. So. Begleiter, okay. Aufbrechen. Auf welchen Ebene müssen wir jetzt? Stahlberg hier jetzt. Nidoran ist auch mit von der Partie. Okay, von mir aus. Stahlberg E3. Okay, wieder E3. Na dann. Hoffen wir mal, dass du überlebst, Nidoran. Das ist wahrscheinlich die Mission. Für ihn mit durchbringen. Dadurch wird es ein bisschen schwieriger. Achso, da steht jemand im Weg. Habe ich gar nicht mehr gesehen. Hab schon auf die Treppe gebucht. So, E2. So. Wir müssen unseren Touristen hier ein bisschen verteidigen. Bei solchen Abenteuern ist eigentlich kein Platz für Touristen. Ist halt der Auftrag, müssen wir nicht mitnehmen. E3. Na komm. Und da ist es. In einem ziemlich breiten Raum. Ziemlich langen Raum, meine ich natürlich. Sehr gut. So, hier runter. So. Und wo bist du? Unser Auftrag. Unser Rettungsauftrag. Hier ist die Tür. Ach, da unten ist er, oder was? Ja gut, habe ich glatt übersehen. Bin ich glatt vorbeigerannt. Oder was? Was war jetzt? Rabots? Haben wir bestimmt kein Item für. Noch nicht Camps vorhanden. Nein, dann lass mal ziehen. Steht ja nebenbei, neben dran. Ach, du bist hier. Was? Dich müssen wir retten. Nidoran. Nidoran weiblich gefunden. Das Pärchen. Was? Was, wie, wo, wann? Hey, was? Was haben wir jetzt gemacht? Habe ich gerade nicht gelesen. Was haben wir jetzt für Scheiße gebaut? Einen anderen, dann, was ist das für eine bescheuerte Idee, ihn bitten, um einen anderen Ort Platz zu nehmen. Nidoran. Direkt neben Nidoran weiblich. Was? Verstehe ich gerade nicht. Du hast Nidoran weiblich gefunden. Nidoran männlich direkt neben Nidoran. Ja gut, so tolle Wurst. So, hier. Haben sich wieder getroffen. Hurra, Nidoran weiblich ist überglücklich, dass Nidoran männlich mitgebracht hast. Ja, gut. Zusammenführen mussten wir so. Zwinge den Ritter Team Ohren hoch. Ein westgröße Kraft durchführt. Durchdringend Nidoran männlich weiblich. Ja, alle wieder zurück. Ja, verlassen. Ja, ich will den Dungeon wirklich verlassen. Zwenk hat alle Aufträge im Dungeon Stahlberg erfolgreich abgeschlossen. Danke, dass du mich zu meinem Herzplatz Nidoran weiblich geführt hast. Oh, süß. Eine Love Story. Ja, bitte deine Belohnung. Ein bisschen Eisen. 50 Ritter-Teampunkte. Und das geht langsamer voran. Aber es geht voran. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Bis morgen dann.
Ganz richtig, mach mal Feierabend. Was? Ich habe wieder diesen Traum. Das erste Mal seit längerem. Du bist Gardevoir. Ja, es gibt so vieles, was ich fragen muss. Warum erscheinst du mir in meinem Traum? Als Gesandter der Geister muss ich über dich wachen. Dies ist fortan meine Aufgabe. Gesandter der Geister? Ja, Wunders Fluch traf mich anstelle meines Trainers. Und so wurde ich zu diesem Dasein als ätherisches Wesen ohne Körper verdammt. Stelle deines Trainers? Du meinst den Menschen aus der Legende von Volona? Schrecklich, so grausam von seinem Trainer stich gelassen zu werden. Tja, mein Trainer war nichts anderes als nett. Vielmehr war er eine böse und hinterlistige Person. Aber dennoch, ich hasse meinen Trainer nicht. Was? Du hast deinen Trainer nicht? Aber warum denn nicht? Nun ja, das frage ich mich auch. So ganz verstehe ich es wohl selbst nicht. Mein Trainer hat furchtbare Dinge getan, doch ich empfinde einfach keinen Hass. Er hatte viele Schwächen, doch auch gute Seiten. Damals, als es passierte, war ich verzweifelt. Als es passierte? Du meinst wohl das Fluch? Ja, ich habe meinen Trainer vor dem Fluch geschützt, mit all meiner Kraft. Wenn der Trainer in Gefahr gerät, dann ist es unsere Pflicht, ihn mit unserem Leben zu beschützen. So sind wir Gardevoir nur einmal. Ich konnte meinem Trainer das Leben retten. Das allein reichte aus, um mich glücklich zu machen. Das eigene Leben für ihren Trainer zu riskieren. Beeindruckend, was Gardevoir getan hat. Und ich sollte vielleicht erwähnen, dass sich meine jetzige Form nichts ausmacht. So lebe ich weiter, und zwar voller Stolz auf die Rolle, die mir zugeteilt wurde. Rolle? Ja. Das ist aber ein ziemlich langer Dialog hier. Alles im Leben spielt eine bestimmte Rolle. Denn wir alle, die dienen einem höheren Zweck. So wie ich meine Rolle zu erfüllen habe, hast du auch deine zu erfüllen. Du bist hierher gekommen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Und zu diesem Zweck wirst du zu einem Pokémon. Was? Was sagst du da? Das Erdbeben. Nein, warte. Ich habe noch einige Fragen.